Hallo und willkommen zurück, liebe Wastelander, zu Fallout 4. Und in der heutigen Folge plane ich mal so eine kleine Rundreise. Ich möchte ein paar Sachen einsammeln. Und da fangen wir direkt hier gleich um die Ecke an beim Schankhaus Shamrock. Jetzt muss ich mal gucken. Ich glaube, da gab es so einen Nebeneingang. Dachte ich zumindest. Denn ich habe das Ganze eigentlich ja schon mal gespielt. Und ein paar Sachen weiß ich eben schon, wo die sind. Und die möchte ich mir eben direkt wiederholen. Dann gehen wir mal rein. Vor allem, was da drin zu holen gibt, das liebe ich halt einfach. Wozu die Mühe? Ist doch Müll. Ich. Wow, wow. Hörst du das? Verschwinde mit dir den Boden aufzuwischen. Stimmt, Kartoffel. Wer ist. Da ist nichts mehr. Was denkst du denn? Keine Ahnung. Die beiden sind egal. Los! Ja, wenn schon du dich möglich. Traust. Muss mit dem die Jet lassen sie also, wie sie sind. Stirb endlich geht's mal zur Sache! Kopf, komm. Blut in den Augen. Hab ich dich. Hast dich verpisst, was? Scheiße. Ich komme gerade erst in Fahrt. Ich habe mir übrigens Kate so ein bisschen angepasst mit dem Trick. Komm schon, du harter Der wilde Luke, ich finde das Partystudio viel besser. Irgendwas verfolgt uns. Scheiße! Wow. Nutztreffer! Gott, nicht so! Warum stirbst du nicht endlich? Schauen wir mal, dass wir verkrüppeln können. So. Das war's? Du weißt, wie man ein Mädchen verwöhnt. Ist ja alles frisst am Schaden, ey. Dann hat er nicht mal was Gutes dabei. Oh, sehr gut. Das kommt mir gelegen. Die werden wir nämlich gleich noch brauchen. Also nicht hier drin, aber da, wo ich dann auch hin will. Oh. Armer Kerl. Trotzdem nehmen wir alles mit. Es ist ein raues Leben und man darf nicht schlecht werden lassen. Von wo bin ich gekommen? Von hier. So, dann gucke ich hier noch rein. Schlüssel. Auch nicht schlecht. So, da können wir hier runter gehen. Was denn mit den ganzen Puppen auf sich hat? Davon gibt es so viele hier im Fallout. Das kriege ich vielleicht auf. Wollte ich nur sagen. Schon okay, Kate. Ich habe einen Schlüssel. Und Psycho?
okay, das kann ich jetzt nicht lesen. Verdammt. Aber wurscht. Das wär's. Mit einem Bulldozer durchgefahren? Dann habe ich schon mal einen Teil gefunden, was ich wollte. Boah. Dafür wird es bezahlt. Das ist im Getriebe. Jetzt muss ich nur den anderen noch finden. Und Klebeband brauchen wir auch. Ich glaube, da geht's jetzt runter. Ja. Warte, hörst du das? Scheiß Ratten. Ja, wie viel denn noch? Fett. Boden aufzuwischen. Da ist er nämlich schon. Juhu. Lass es mich wissen, wenn du Munition findest. Schlüssel zum Schaukar Chevrolet schon wieder. Patrick's Terminal. Notiz zum Bau des Saufkumpanen. Verdammt, das ist der dritte Satz Dichtungen, der in dieser Woche geplatzt ist. Das ganze Scheißding ist wieder voll mit Maischewasser. Mit der ersten Charge läuft es immer wunderbar, aber wenn man alle paar Tage das Chassis öffnen muss, um die Dichtungen auszutauschen, wird niemand sowas kaufen wollen. Ich frage mich, ob die Kulturen aufgrund der Blitzgärung mehr Hitze speichern. Das könnte die Ursache des Problems sein. Investor. Ich habe das Design überarbeitet und den Wärmetauscher versetzt, sodass die Spulen um den Abfüllungssiphon herum verlaufen. Damit scheint es zu funktionieren. Die Dichtungen schmolzen nicht mehr und das Bier wird beim Abfüllen gekühlt. Eiskalt jedes Mal. Einer meiner Kunden hat mich außerdem auf einen möglichen Investor hingewiesen. Jack West, der Geschäftsführer des Hotel Rexford, hat anscheinend gerade was geerbt und könnte das Geld springen lassen, das ich brauche, um mit dem Saufkumpan in Produktion zu gehen. Er hat sich mit meinen Bedingungen einverstanden erklärt, wenn er einen Monat lang den Prototyp im Hotel laufen lassen darf, um für ein bisschen Presserummel zu sorgen. Rezepte. Mr. West ist auf ein kleines Problem gestoßen, da das Hotel laut Vertrag nur Gwinnett Bier ausschenken darf und ich daher meine eigenen Rezepte nicht verwenden kann. Zum Glück kenne ich jemanden kennt, der die Verschlüsselung ihrer geschützten Brauholobänder geknackt hat. Diesen Code haben wir erst einmal in den Subroutinen integriert. Wenn Gwyneths Anwälte Wind von der Sache bekommen, wird es riskant, aber hoffentlich ist das nur eine Übergangslösung, bis wir die Produktion starten oder gemeinsam mit ihnen was auf die Beine stellen. Gesicht. West geht mir langsam echt auf die Nerven. Erst waren es die Rezepte, jetzt sieht das Aufkumpan angeblich zu unpersönlich aus. Unpersönlich? Was für ein großspuriger Penner. Ich habe ihm gesagt, dass wegen des Braubehälters kein Platz mehr für die Servos ist, die man zum Simulieren eines Gesichts braucht, und dieser Idiot hat gefragt, ob ich nicht einfach Anzeigen als Ersatz für Augen verwenden kann. Ich werde ihn einfach während der Vorstellungspause am Freitag ans Theater ausliefern, damit muss er dann klarkommen. Auslieferung. Ihn zum Rex vorzubringen könnte schwierig werden. Das Chassis verträgt ganz schön was, aber die Beinservos dieser Protectrons sind ziemlich langsam. Vielleicht sollte ich mir lieber einen LKW leihen. Ich verstecke das Bootpasswort hier im Keller. Das Bootpasswort hier im Keller, bis mit der Auslieferung alles klar ist. Wie sollen wir kämpfen, wenn ich kaum die Hand vor. Hoffentlich ist es das wert. Müll, Müll, nichts als Müll. So. Haben wir irgendwelche Klammern hier? Hoffentlich nicht. Versuche ich zurücksetzen. Ah, gut. Hier haben wir auch noch. Noch ein falscher Eintrag weg. Southern, ein Treffer. Reptiles, 4 Treffer. Wie schön. Protektronsteuerung. Einheiten aktivieren.
Startsequenz. Unbekannte Hardware entdeckt. Hilfs BIOS entdeckt. Ey Kumpel, hier sind Rezepte für dich. Abgeschlossen. Hm? Gebe Probe zur Abnahme durch den Techniker aus. Wie würden Sie die bereitgestellte Probe beschreiben? Kalt und erfrischend. Weißt du, wie lange ich schon kein kaltes Bier mehr hatte? Sehr gut. Anscheinend sind meine Funktionen optimal kalibriert. Sollen wir mit der Auslieferung an das Hotel Rexford beginnen? Auf gar keinen Fall. Planänderung. Ich habe beschlossen, dich selbst zu behalten. Verstanden. Sind Sie bereit, den Parameter Heimat festzulegen? Aber sicher. Bin bereit. Sehr gut. Wählen Sie bitte den Heimatstandort aus. Sanctuary Hills. Heimat. Parameter angenommen. Beginne Überstellung. Hoffentlich passiert ihm nichts. Kate bewundert mich, dann will sie bestimmt mit mir reden. Na klar. Hast du kurz Zeit? Ich möchte dir was sagen. Natürlich. Du kannst mir alles sagen. Ich kann dir alles sagen? Eines Tages könnte ich darauf zurückkommen. Als Tommy mich zu dir geschickt hat, dachte ich, ich würde dich hassen. Nicht nur, weil du meinen Vertrag übernommen hast, sondern weil ich dachte, dass du mich herumkommandieren würdest, als wäre ich ein Dienstmädchen. Bisher hast du mich aber wie eine Freundin behandelt. Mann, du warst richtig nett zu mir. Ich möchte nicht undankbar sein, aber deine Freundlichkeit macht mich nachdenklich. Wenn ich eins im Combat Zone gelernt habe, dann das. Niemand tut etwas, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Was glaubst du denn, was ich dafür erwarte? Wer weiß. Deine Wäsche waschen, eine Kugel für dich abfangen, deine Ausrüstung schleppen. Wo liegt da der Unterschied? Ich glaube, dass du mich nicht verstehst. Lass mich erklären, was ich meine. Dann verstehst du vielleicht, wo ich herkomme. Ich habe 3 Jahre im Combat Zone gelebt. Es hat nach Kotze und Pisse gestunken. Aber es war mein Zuhause. Ich konnte dort ein paar Kronkorken verdienen, hatte mein eigenes Bett und 3 warme Mahlzeiten am Tag. Dann kamen die Raider und haben dort alles an sich gerissen. Du kennst sie ja. Nicht gerade sanfte Typen. Als sie da waren, musste man ständig aufpassen, nicht plötzlich zusammengeschlagen und ausgeraubt zu werden. Oder noch schlimmer. Ich hatte schnell verstanden, dass ich meine hart verdienten Kronkorken einsetzen musste. Freunde zu kaufen machte das Leben leichter. Deshalb warte ich wohl darauf, dass du mir deine Rechnung stellst. Verstehst du? Du schuldest mir gar nichts. Mir fällt es sehr schwer, dir das zu glauben. Ich sag dir mal was. Gib mir etwas Zeit, dann überlege ich mir eine Gegenleistung. Ich bin kein reiches Mädchen, aber wir werden uns bestimmt einig. Wozu sind Freunde sonst da? Genau. Komm hey. Nochmal. Brauchst du was? Hast du kurz Zeit? Ja. Ich möchte dir was sagen. Natürlich. Was hast du auf dem Herzen? Das weiß ich zu schätzen. Wir sind schon eine Weile zusammen unterwegs und mussten einiges einstecken. Aber durch den ganzen Scheiß hindurch hast du zu mir gestanden. Du hast mir den Rücken freigehalten und dafür gesorgt, dass ich keinen Unsinn anstelle. Ich denke, ich sollte dir ein wenig über die Person erzählen, mit der du reist. Es gibt keinen Grund, so zu tun, als wären wir Fremde. Es wäre schön, mehr über dich zu wissen. Das sagst du jetzt. Aber wenn du meine Geschichte gehört hast, bereust du es vielleicht. Alles fängt mit 2 heruntergekommenen Individuen an, die man wohl meine Eltern nennen könnte. Ich bin überzeugt, dass ich ein Versehen war, denn ich kann mich nicht erinnern, dass sie mich jemals wie ihre Tochter behandelt haben. Ich wurde angeschrien und geschlagen. Alles, was ich tat, war falsch. Ich war in ihren Augen nur eine Plage. Ich habe mir die ganze Zeit über gesagt, dass sie mich zumindest ein wenig geliebt haben, denn sie haben mich nie rausgeschmissen. An meinem 18. Geburtstag fand ich dann heraus, warum sie mich da behalten hatten. Sie legten mir ein Elektrohalsband um und verkauften mich an Sklavenhändler. Sie verabschiedeten sich nicht mal von mir. 18 Jahre habe ich diesen Scheiß ertragen. Und dann war ich ihnen nur eine Tasche voll Kronkorken wert. Das ist ja schrecklich. Ich weiß, es ist nicht leicht für dich, das zu hören. Aber lass mich fertig erzählen. Es wäre so leicht, meine Eltern für meine reizende Persönlichkeit verantwortlich zu machen. Aber das war ich selber. Ich war 5 Jahre bei diesen Sklavenhändlern. Die härtesten 5 Jahre meines verdammten Lebens. Zu was sie mich gezwungen haben. Wie sie mich für ihr Vergnügen missbraucht haben.
Mir wird ganz schlecht, wenn ich daran denke. Aber ich nutzte die Zeit und habe gelernt, ihre eigenen Methoden gegen sie anzuwenden. Ein paar Kronkorken aus den Taschen eines schlafenden Mannes zu stehlen ist einfach. Solange man nicht habgierig wird. Ich kann mir nicht mal vorstellen, wie ich sowas durchstehen könnte. Du denkst, das ist schrecklich? Warte ab. Die Geschichte wird noch schlimmer. Es hat mich all meine Geduld gekostet. Aber nach 5 Jahren hatte ich endlich genügend gestohlen, um mich freizukaufen. Doch statt abzuhauen und mein Leben in Ordnung zu bringen, gab ich meiner Wut nach und bin nach Hause gegangen. Du kannst dir vorstellen, wie erstaunt meine Eltern waren, als ich ihre Tür aufgetreten habe. Du kannst dir aber nicht vorstellen, wie sie ausgesehen haben, als ich meine Knarre leer geschossen hatte. Wie konntest du deine Eltern umbringen? Wie kannst du sie Eltern nennen? Sie waren Opportunisten, die einen Menschen ausnutzen, um ein paar Kronkorken zu verdienen. Wenn ich deformiert aus meiner Hurenmutter rausgekommen wäre, hätten sie mich im Fluss ertränkt und es nochmal versucht. Ich war ihnen scheißegal. Also waren sie auch mir scheißegal. Ende der Geschichte. Du hast getan, was du tun musstest. Wirklich? Wenn ich die Augen schließe, sehe ich nur ihre angstverzerrten Gesichter. Und dann kommen mir viele Gedanken und ich verurteile mich selbst. Und das zerreißt mich verdammt nochmal. Denkst du, dass ich mir den Scheiß spritze und mich sinnlos betrinke, weil ich ein hartes, irisches Mädchen bin? Ich tue es, um zu vergessen und mein beschissenes Leben weiterzuleben. Jetzt bist du im Bilde. Jetzt kennst du Kate mit all ihren Fehlern und Schwächen und kannst über sie urteilen. Keine Sorge, ich habe mein Vertrauen in dich nicht verloren. Ich wusste, dass es ein Wagnis ist, dir das alles zu erzählen. Ich bin froh, dass ich dich nicht enttäuscht habe. Ich bin immer für dich da, Kate. Und nichts, was du sagst, wird das jemals ändern. Oh, ich... Das hätte ich nicht von dir erwartet. Es tut mir leid, ich habe nicht gewusst, dass ich dir so wichtig bin. Und ich dachte, es wäre ein blöder Einfall, dir von meinen Problemen zu erzählen. Schön zu wissen, dass du da bist, wenn ich dich brauche. Und ich werde immer für dich da sein. Ja, wieder ein Teil von Kates Geschichte. Aufgepasst. Ja? Hi. Stimmt was nicht? Nee, das war alles. Okay. So, wo geht's raus? Ah, ich wusste doch, da gab's noch einen Eingang. Aber da hätte ich den Schlüssel gebraucht, sehe ich gerade. So, dann würde ich hier rüber. Ich hoffe mal, das geht jetzt nicht in die Hosen, was ich da jetzt machen will. Ich will nämlich eine Rare-Waffe holen. Wo ist denn da die Richtung? Wir haben jetzt nicht aufgehalten, das sieht mir schon wieder so nach Supermutanten aus. Was sieht gut bisher aus? Irgendwas hat die Supermutanten schon erledigt, war ich das? Ach, die kämpfen dagegen irgendwas. Tod durch Beinschuss. Gerade erst in Fahrt. Es ist verdammt riskant, durch das Kammer zu marschieren. Ach nee, da ist er noch gar nicht das, wo ich hin will. Nein. Wollte ich nur mal so anmerken. Aber doch. Ja doch, das war hier. So. Habe ich irgendwelche Minen? Die Atommine will ich jetzt dafür nicht.
Vitamine. Stellen wir davon noch ein paar auf. Am besten alle vorsichtshalber. Ich weiß echt nicht, wie stark der jetzt zu meinem Level hier ist. Machen wir diesen Haufen Scheiße! Der hat auf jeden Fall einen Totenkopf, das heißt, er ist stärker als ich. In diesem Fall habe ich nämlich das damit genommen. Nein! Und Treffer! Jetzt hat es mir alle Minen zerfetzt wahrscheinlich. Oh shit, oh shit. Au. Okay, jetzt habe ich dich. Oh, Schuss. Und da haben wir sie nämlich, die Powerhaft-Faust. So, wo ist Kate? Kate, alles klar bei dir? Okay, 2 von 3 Zielen geschafft in dieser Folge. In der nächsten Folge geht's weiter. Da holen wir uns dann noch 2 Legendaries. Bis zur nächsten Folge.